Mein Name ist Martin Mücke, ich bin Direktor des Instituts für Digitale Allgemeinmedizin und Vorstandssprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen. Ich beschäftige mich mit Patienten ohne Diagnose und mit Patienten mit seltenen Erkrankungen in der Versorgung, in der Diagnostik und beschäftige mich zusätzlich mit dem Thema künstliche Intelligenz und Softwareanwendungen, um den Weg zur Diagnose möglichst zu verkürzen. Der Grund, dass in manchen Fällen keine Diagnose gestellt werden kann, liegt häufig daran, dass wir in den Hausarztpraxen und in den Facharztpraxen nur eine geringe Zeit zur Verfügung haben. In der Hausarztpraxis beispielsweise nur 7,5 Minuten pro Konsultation, pro Patient. In dieser Zeit ist es oft nicht möglich, große Aktenberge zu bewältigen oder mich mit dem Patienten auseinanderzusetzen. Deswegen ist es wichtig, einfach frühzeitig auch an ein Zentrum für seltene Erkrankungen zu kommen, um möglichst den Weg bis zur Diagnose zu verkürzen. Wie häufig kommen Patienten ohne Diagnose tatsächlich in einer Hausarztpraxis vor? Hier muss man sagen, bei 4 Millionen Betroffenen in Deutschland, was ungefähr 5% der Bevölkerung entspricht, haben wir natürlich auch hier unter den Patienten in einer Praxis relativ viele Patienten, die mit einer seltenen Erkrankung vorkommen und vorher auch Patienten ohne Diagnose sind. Diese Patienten müssen identifiziert werden und das funktioniert nur, wenn man sich die entsprechende Zeit für die Patienten nimmt und die Patienten, wenn man das nicht selber in einer Praxis schafft, auch frühzeitig an ein Zentrum für seltene Erkrankungen anbindet. Ja, warum sollten Patienten ein Tagebuch führen und auch Schmerzen dokumentieren? Es ist wichtig, hier alles aufzuschreiben, was einen bedrückt, auch was für Beschwerden vorliegen. Schmerzen spielen bei seltenen Erkrankungen häufig eine sehr große Rolle, weil viele seltene Erkrankungen auch Schmerz als einziges Symptom zum Beispiel aufweisen. Und je besser ich das dokumentiere, desto besser kann ich auch mit meiner behandelnden Ärztin oder dem Arzt die Probleme besprechen. Und wir liefern durch dieses Symptomtagebuch auch gute Hinweise auf die seltene Erkrankung oder auf eine andere Erkrankung, die vielleicht häufig ist. Die sorgfältige Erfassung der Krankheitsgeschichte ist für uns sehr, sehr wichtig, weil über die Anamnese, also das Gespräch zwischen Arzt und Patient, erfahren wir ganz viele Details über die Erkrankung, über sie. Was erfahren wir? Wir erfahren, wie sich vielleicht bestimmte Beschwerden von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter entwickelt haben, ob vielleicht auch Familienangehörige betroffen sind und welche Beschwerden sie am meisten belasten. Ich frage zum Beispiel immer, wenn Sie sich ein Symptom wegwünschen könnten, was wäre das denn, um einfach auch zu erfassen, was Sie am meisten belastet. Deswegen ist die Anamnese für uns eines der wichtigsten Werkzeuge, um Ihnen bei der Diagnose zu helfen. Körper und Seele spielen beim Patienten natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle und vor allen Dingen auch bei den Patienten ohne Diagnose und auch bei Patienten mit seltenen Erkrankungen. Viele Patienten benötigen sehr, sehr lange, bis sie eine Diagnose auch gestellt bekommen, gerade bei den seltenen Erkrankungen. Und das hinterlässt natürlich auch seelische Spuren. Sprich, je länger der Weg zur Diagnose dauert, desto häufiger treten auch psychosomatische Beschwerden auf. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, neben den körperlichen Beschwerden auch die seelischen Beschwerden in den Griff zu bekommen und dann entsprechend vielleicht auch psychosomatische Betreuung auf dem Weg zur Diagnose zu erfahren. Patienten ohne Diagnose raten wir, sich frühzeitig an ein Zentrum für seltene Erkrankungen zu wenden. Sprechen Sie frühzeitig auch Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt an, ob eine Vorstellung in einem Zentrum für seltene Erkrankungen auch aus deren Sicht notwendig und möglich ist.
Damit unterstützen Sie den Diagnostikprozess, weil Sie einfach den Weg bis ins Zentrum verkürzen können.